Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die That's the Spirit Box von Bring Me the Horizon. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. That's the Spirit von Bring Me the Horizon, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das fünfte Album der Band, Bring Me the Horizon. Das Album nennt sich That's the Spirit. Wir haben hier eine schwarze quadratische Box, die ist komplett in schwarz gehalten. Und hier auf dem Cover haben wir hier in so einem Glanzaufdruck einen Regenschirm, der hier scheinbar regnet oder zumindest Tropfen sehen wir hier darunter. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen, also das Cover sehr minimalistisch, generell so das Boxdesign sehr minimalistisch gehalten, rundum alles in schwarz. Und auf der Rückseite haben wir hier einen Sticker mit den Beteiligten, das Ganze ist erschienen über RCA Records. Darunter haben wir noch einen Barcode und rechts gibt es noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Ja, mehr gibt es hier nicht. Deswegen würde ich sagen, schauen wir gleich mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen dafür umso farbenfroher. Also was wir alles an Schwarz hatten, haben wir jetzt hier nicht mehr. Hier ist wirklich jede Menge los. Sieht so aus wie so ein abstraktes Kunstwerk. Sehr viele schöne Farben hier verwendet. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Mütze, also ein Beanie, eine Sprühschablone, einen Sticker und natürlich das Album an sich. Das Album liegt hier in diesem Einleger hier drin, den kann man auch rausnehmen. Also hier findet das Album perfekt Platz. Ich lasse meinen jetzt drin. Wir machen die Box wieder zu. Und dann schauen wir uns als erstes natürlich mal das Album an. Der Rest kommt noch zur Seite. So, wir haben hier eine schwarze Edition, wie zu erwarten war. Also ähnlich wie die Box auch hier gestaltet. Allerdings haben wir hier nicht wieder dieses Logo mit dem Regenschirm, sondern hier lesen wir einfach nur den Albumtitel That's the Spirit. So, auf der Seite Bring the Horizon, That's the Spirit. Und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben 11 Tracks an der Zahl, darüber den Barcode und darunter wieder die Labels. Das Ganze ist so ein eher dünnes Digipack. Auf der linken Seite haben wir hier das Booklet. Schauen wir mal. Also das Booklet ist auch wieder sehr farbenfroh gestaltet, hier wieder mit diesem weißen Schirm. Ui. Okay, wir haben hier die Seiten in so einem blassrosa. Und dann hier in weiß die Lyrics abgedruckt. Also das ist echt ziemlich hart zu lesen. Ziemlich anstrengend auch für die Augen, so vom Kontrast her. Wir haben hier die einzelnen Lyrics abgetippt. Okay, die Farben ändern sich dann auch noch. Also ein sehr buntes Booklet, ein Lyric-Booklet. Aber man muss ehrlich sagen, rein so vom Text her sehr anstrengend, sehr unfreundlich für die Augen, wie gesagt. Hier wird es dann besser. Die Farben werden dann etwas kräftiger. Ja, also wir haben hier so hauptsächlich so Pastelltöne und die machen es dann eben echt mühsam, die Lyrics hier zu lesen. Auf der letzten Seite haben wir dann hier noch die Infos zum Album, die Credits, die Beteiligten. Ja, also klassisches Booklet, freut mich natürlich sehr, dass man hier die Lyrics reingepackt hat, aber es ist einfach nur sehr textlastig, das Booklet. Fotos sind hier gar keine mit dabei. Auch wieder sehr farbenfroh hier die Innenseite des Albums. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch natürlich die Album-CD. Und die ist auch überraschenderweise sehr farbenfroh gestaltet. In diesem Farbverlauf. Okay. Gut, so viel zum Album. Dann haben wir einen Sticker mit dabei. Kreisförmig hier das Artwork, das Cover dieses Albums, dieser Regenschirm. Kreisförmig in schwarz-weiß. Dann passend dazu auch noch eine Sprühschablone hier aus Kunststoff, die ist relativ dünn. Hier auch wieder das Logo abgebildet, also bedeutet einfach irgendwo eine Oberfläche dranlegen und dann kann man hier mit einem schwarzen Stift oder auch natürlich mit einer Sprühdose, mit einer Spraydose
entsprechend das Logo hier an die Oberfläche bringen. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier noch eine Mütze mit dabei in Schwarz. Dann lesen wir hier vorne in seinem silbernen Stick That's the Spirit. Auf der Innenseite, in der Innenseite haben wir nichts weiter, also keine Infos zum Material oder zur Herstellung. Okay. Dann falten wir hier diesen Bund wieder um. So. Gut, und das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze hier, dieses Beanie mit dem That's the Spirit Logo, mit dem Schriftzug hier aufgestickt. Dann haben wir die Sprühschablone hier aus Kunststoff, kreisförmig. Den Sticker, ebenso wie die Sprühschablone mit dem Logo des Albums. Und natürlich das Album an sich, That's the Spirit, im Digipack mit insgesamt 11 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. That's the Spirit von Bring Me the Horizon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bring Me the Horizon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.